Absolutely no moving. Okay. Did something move? Was it my imagination? I can only see moving things. If something was moving, for example a human, we are out of forward, I will make sure it never moves again. Doggo blocks the way. Ja, Doggo. Er sieht komisch aus. Und seine Augen versuchen, was Bewegendes zu finden. Wie er voll abgeht. Doggo, check. Doggo attacks 30 defense 7. Easily excited by movement. Hobbies include Squirrels. Ja, wenn sich Squirrels bewegen, dann findet er ihn auch. Don't move an inch. Jo, da haben wir jetzt gerade eine neue Spielmechanik gesehen, nämlich blaue Angriffe. Blaue Angriffe, einfach stehen bleiben, dann tun sie einem nicht weh. Was wir jetzt gerade gelernt haben, dank dem tollen Schild und dank Doggo selber. So, wir streicheln Doggo mal. Yo, pet Doggo. What? I've been pet. Pet, pat, pot, pot, pet, pot, pot, pot. Und ja, ich brauche gar nicht unten auf den Pfeil achten. Er greift nämlich nur mit blauen Angriffen an, weil er einfach nichts sieht. Doggo has been pet. Doggo, pet. You pet Doggo. Where's that coming from? Pet, pot, pat, pot, pot, pet, pot, pot. Doggo has been pet. Pet will weiter. You pet Doggo. There's no end to it. Pet, 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 pat, pot. Ja. Er intensifies. Doggo has been pet. You pet Doggo. Well, this is true. Ja. Pet. You pet Doggo. Okay, that's enough. Oh, er hat sich wieder eingekriegt. Dann werfen wir mal einen Stick. You threw the stick and the dog ran to get it. You played Patch for a while. Huh, a funny stick appears. Ja, deswegen habe ich den Stock extra im Inventar behalten, weil man kann mit den Hunden auch Fetch spielen. Doggo loves Fetch. Ja, jetzt spammen wir ihn mal. 30 Gold. A stick appeared out of nowhere, then disappeared. Was it a ghost stick? Did I just return it to the afterlife? I need some dark treats to think about this. Hallo. Hello, is anybody there? No? Ja, wir können jetzt an seiner Glocke klingeln und ihn noch ein bisschen ärgern. Are you two playing a trick on me? Really real funny. Ja, mit zum YouTube meint das Hans und Papyrus. Big guy, is that you? Come on. Ja, damit meint der Papyrus. Well, it's not a tall skeleton. He's too loud. Wherever you are, knock it off. Hm, okay, mehr sagt er uns nicht mehr. Was liegt hier? Someone's been smoking dog treats. Hier raucht einer Hundeleckerlis. Doggo, schäm dich, die soll mal essen, nicht rauchen. Hallo, Sans. Hey, here's something important to remember. My brother has a very special attack, wie sie auch noch in blau dasteht. If you see a blue attack, don't move and it won't hurt you. Here's an easy way to keep it in mind. Ja, er erklärt uns, nachdem wir gegen Doggo gekämpft haben. Imagine a stop sign. When you see a stop sign, you stop, right? Stop signs are red, so imagine a blue stop sign instead. Simple, right? When fighting, think about blue stop signs. Das verwirrt doch einen nur. Remember, blue stop signs. Remember, blue stop signs. Ja, gut. Hui, hier können wir lang schlittern. Ich will aber erstmal zu dem Schild hier. North Ice, South Ice, West Ice, East Snowden Town and Ice. Ja, das ist toll. Im Norden gibt es nur Eis. Im Süden, wo gar kein Weg hinführt, gibt es auch nur Eis. Im Westen, wo wir herkommen, gibt es, Überraschung, Eis. Im Osten ist Snowden Town. Da wollen wir wohl hin. Habe ich ja bereits gesagt, vorhin erwähnt, dass das Snowden-Team jetzt hier einsetzt von Snowden Town. Ach ja, und in Snowden Town gibt es Eis. Gut, gehen wir erstmal hier hoch. Hello, I'm a snowman.
Wow, was du nicht sagst. I want to see the world, but I cannot move. If you would be so kind, traveler, please take a piece of me and bring it very far away. Ja, wir sind so nett. Thank you, good luck. You got a snowman piece. Wir haben ein Stück von deinem Schneemann erhalten. Zum Glück ist es ein Schneemann, sonst wäre das falsch. Gucken wir uns mal an. Snowman piece, he's 45 HP. Please take this to the ends of the earth. How am I doing? By I am in the piece of me I gave you. Ja, es ist ein Meter weit gekommen. Bis jetzt. Deswegen gehen wir einfach mal jetzt weiter. Oh, Sans und Papyrus schon wieder. You are so lazy. You were napping all night. I think that's called sleeping. Excuses, excuses. Also schlafen ist eine Ausrede für ein Nickerchen machen. Oh ho, the human arrives. In order to stop you, my brother and I have created some puzzles. I think you will find this one quite shocking. For you see, this is the invisible electricity maze. When you touch the walls of this maze, this orb administers a heavy sap. Sounds like fun, because the amount of fun you will probably have is actually rather small, I think. Okay, you can go ahead now. Klar. Da ist was schiefgelaufen, hä, Papyrus? Sans, what did you do? I think the human has to hold the orb. Oh, okay. Ja, wie Papyrus jetzt eine Spur hinter sich herzieht. Hold this, please. Und jetzt wirft er uns einfach das Ding auf den Kopf. Das ist nicht sehr höflich. Okay, try now. Ja. Gut, ich bin jetzt mal, um wieder ihm einen Gefallen zu tun, dagegen gelaufen. Jetzt können wir einfach hier seinem Weg folgen. Incredible, you slippery snail. Du hast uns doch den Weg vorgegeben. You solved it so easily, too easily. However, the next puzzle will not be easy. It is designed by my brother Sans. You will surely be confounded. I know I am. Hehehehe. Ja, und jetzt können wir hier einfach durchgehen, weil wir den Orb nicht mehr haben. Hey, thanks. My brother seems like he's having fun. By the way, did you see that wired outfit he's wearing? Ja, vor allem den Rock unten. He made it a few weeks ago for a costume party. He hasn't worn anything else since. Keeps calling it his battle body. Ja, toller battle body. Man, isn't my brother cool? Das ist Sarkasmus, oder Sans? Ja, und er sagt nochmal dasselbe. Und ja, das Geräusch, was Sans macht, wenn wir mit ihm sprechen, ist auch super. Gut, gehen wir weiter. Hi, wer bist denn du? I don't understand why these aren't selling. It's the perfect weather for something cold. Oh, a customer. Hello, would you like some nice cream? It's the frozen treat that warms your heart. Now just 50 G. Der verkauft, also erstmal ist der das Wortspiel mit der nice cream nett. Ja, nice, wie nett. Aber auf der anderen Seite, er verkauft Eiscreme in einer Winterlandschaft und wundert sich, dass es niemand haben will. Ja. Kaufen wir ihm mal trotzdem meins ab. Here you go, you have a super duper day. You got an ice cream. Nice cream, he's 50 HP. Instead of a joke, the rapper says something nice. Also ja, auf dem Papier der Eiscreme steht etwas Nettes. Oh, die Brücke hier hängt ein bisschen. Und hier ist ein großer Schneeball. Den können wir herumkicken. Mehr oder weniger. Und in das Loch buxieren. Orange, you are the kind of person who rushes fists first through all obstacles. You are awarded 5 G. Ja, dafür, dass wir den Schneeball so schnell ins Golfloch gebracht haben, haben wir jetzt 5 Gold gewonnen. Sans? I've been thinking about selling treats too. Want some fried snow? It's just 5 G.
Ja, ich könnte den Schnee auch einfach aufsammeln, aber das ist viel zu viel Arbeit. Deswegen geben wir einfach mal die 5 Gold. Did I say 5G? I meant 50G. Ach klar, immer noch. Really? How about 5000G? Klar, kann ich aus der Portokasse zahlen. 50.000 G, das ist mein final offer. Für ein bisschen Schnee? Auf jeden Fall. What? You don't have the money? Hey, that's okay. I don't have any snow. Er ist auch zu voll, den Schnee aufzusammeln. Want some fried snow? It's just 5G. No. You're right. I should charge way more than that. Ja. Gut, was ist das hier? Smell danger waiting. Snow smells. Snowman. White waiting. Can become yellow waiting. Ja, kennt jemand den Spruch, iss nicht den gelben Schnee? Unsuspicious smell. Puppy. Blue waiting. Smell of rolling around. Also ja, wenn man sich herumrollt, dann riecht man wie ein Welpe. Weird smell. Humans. Green waiting. Destroy at all costs. Green waiting ist aber rot geschrieben. Da ist wohl einer ein bisschen farbenblind. Was ich übrigens auch mal sagen kann. Hunde können nicht nur schwarz-weiß sehen. Hunde haben ihr eigenes Farbspektrum. Sie können nicht alle Farben sehen. Damit dieser Mythos auch endlich mal aus der Welt geschafft ist. Also ich glaube, grün können sie nicht sehen. Grün sehen sie als rot. Deswegen ist es ja auch jetzt rot geschrieben. Okay, und hier sind wieder zwei so Hundehäuschen. Hers. His. Oder es sind Toilettenhäuschen für Männlein und Weiblein. Könnte ja auch gut sein. So, gehen wir jetzt hier unten weiter. Hier liegt noch ein Schneeball. It looks like a snowball. Actually, it's a snow decahedron. Also ein Achteck oder so etwas. Ja. Gut, gehen wir weiter. Oh, da sind die beiden schon wieder. Neues Puzzle. Human, I hope you are ready. Sans, where's the puzzle? It's right there, on the ground. Trust me, there's no way they can get past this one. Ja? Wow, Monster Kids Word Search. From I see what you've done there. Hey Kids, can you help me solve this puzzle? Ja, gucken wir mal. Fall, Monster. Monster steht schon mal hier. Cigars. Also rauchen ist schon mal schlecht für die Leute. Winter, Skeleton, Sick. Da steht Robot. Und Gias, blablabla. Das ist die erste Zeile. Okay, Rätsel gelöst, wir können weiter. Sons, that didn't do anything. Oops. I know I should have used today's crossword instead. What? Crossword? I can't believe you say that. In my opinion, Junior Jumble is easily the hardest. What? Really? Dude, that easy peasy word scramble. That's for baby bones. Unbelievable. Human, solve this dispute. Which is harder, Junior Jumble or crossword? Da ich Junior Jumble nicht kenne, sage ich einfach mal, das ist schwieriger. Ha, ha, yes. Humans must be very intelligent, if they also find Junior Jumble so difficult. Yeah. Thanks for saying Junior Jumble just to appease my brother. Yesterday he got stumped trying to solve the horoscope. Ja, das Horoskop ist auch wirklich schwierig. Den Mist zu verstehen, der da steht, wenn die Sterne einem sagen, was man tun soll. Und dann passiert sowieso nichts Gutes immer. Ja. Oh, ein Save Point. It's a note from Papyrus. Human, please enjoy this spaghetti. Little do you know, this spaghetti is a trap. Warum schreibst du es dann drauf? Designed to entice you. You'll be so busy eating it, that you won't realize that you aren't progressing. Totally jabbed again by the great Papyrus. Hehehehe, Papyrus. Die sehen aber schon lecker aus.
It's a plate of frozen spaghetti. Nur, dass sie gefroren sind. It's so cold, it's stuck to the table. Und hier? It's an unplugged microwave. All of the settings say spaghetti. Ja, toll. Ich würde die gerne essen, aber erstens sind sie an den Tisch angefroren und zweitens hat die Mikrowelle keinen Saft. Menno. Gucken wir mal hier oben. Ins Mauseloch. Ja, meine Maus, die verkrübelt sich hier und will jetzt die Spaghetti essen? Nein. Gut, speichern wir mal. Knowing the mouse might one day find a way to heat up the spaghetti, it fills you with determination. Ja, sie holt irgendwann ein Verlängerungskabel hier raus, legt es zur Mikrowelle und schiebt die Spaghetti hinein. Und dann isst sie sie. Gut. Warning, Dog Marriage. Eine Hundehochzeit. Okay. Und wir werden angegriffen. Oh, Lester Dog, kommst du auch endlich mal? Mit dem coolen Legend of Zelda Outfit. Lester Dog. Oh, so viele Möglichkeiten, ihn zu streicheln. Aber erstmal checken wir ihn. Lester Dog, get track 12, defense 2. Reads a stone dogger made of pomegranate. Ja, ein Stone Dogger. Sowas hätte ich auch gerne. Pant, pant. Oh, ist er süß. Au. So viel zum süß sein. Lester Dog cooks his head to one side. Yo, werfen wir mal den Stick nach ihm. You two the stick and two dog run to get it. You play fetch for a while. Und sein Hals ist länger geworden. Pant, pant. Wow, da müssen wir stehen bleiben und dem müssen wir ausweichen. Lester Dog is barking excitedly. Gut, acten wir mal. Wir könnten ihn jetzt mal streicheln, aber wie streicheln wir am besten? Mal so. Your pet dog, it raises its head up to meet your hand. Pant, pant, ja. Wow, ausweichen. Lester Dog is barking excitedly. Streichen wir mal weiter. Your pet dog, it was a good dog. Es ist immer noch ein guter Hund, oder? Excited Noises. Ja. Lester Dog is overstimulated. Your pet dog. Its excitement knows no bounds. Excited Noises. Lester Dog is overstimulated. Ja, machen wir weiter. Critical Pet. Dog excitement increased. Excited Noises. Und weiter. We have to jump to pet the dog. Motor reviving. Lester Dog is overstimulated. You don't even pet it, it gets more excited. Plane takeoff. Lester Dog shows no signs of stopping. There's no way to stop this madness. Cattle whistle. Lester Dog shows no signs of stopping. Wie sein Schwanz auch abgeht. Lester Dog enters the realm of the clouds. You told the dog, but it's too late. It cannot hear you. Far away, bark. Ja. Lester Dog shows no sign of stopping. You can reach Lester Dog again. Bark. Ja, weil jetzt sein Hals wieder nach unten kommt. Und er kann immer noch nicht aufhören. You pet Lester Dog. Pant, pant. You pet Lester Dog. Pant, pant. Ja. Wir petten ihn mal weiter. Ich will euch nämlich das Limit zeigen. Your pet Lester Dog. It's possible that you may have a problem. Lester Dog is lowering. Ja. It's possible that you have a problem. Ja, ich habe ein Problem. Ich streichle gerne süße Hunde. Lester Dog is lowering. Ja. Yeah. Und er ist immer noch lowering. Lester Dog ist lowering. Ja. Das können wir jetzt eine ganze Weile so treiben. Machen wir weiter.
Is it possible that you have a problem? Ja. Und der ist immer noch lowering. Und wie glücklich er hechelt. Lesserdog is learning to read. Ja. Sehr schön. Lesserdog is unpeddable but appreciates the attempt. Pant, pant. Lesserdog is learning to read. Ja. Lesserdog is unpeddable. Lesserdog is unpeddable. Lesserdog is whining because it can't see you. Oh. Der Arme, da müssen wir weitermachen, dass er uns wieder sehen kann. Er kann es immer noch nicht sehen. Lesserdog is unpeddable. Und er ist immer noch whining. Lesserdog is whining. Und er ist immer noch unpeddable. Lesserdog is unpeddable. Pant, pant. Lesserdog is unpeddable but appreciates the attempt. Pant, pant. Lesserdog is unpeddable but appreciates the attempt. Hello there. Ja, perhaps mankind was not meant to pet this much. Ja, ich pette ihn gerade zu Tode, oder? Hello, Lesserdog. It continues. It continues. Lesserdog is questioning your choices. It continues. Lesserdog is questioning your choices. Pant, pant. It continues. Pant, pant. It continues. Pant, pant. Lesserdog is questioning your choices, ja. Und wir sind fast unten angekommen. Lesserdog has gone where no dog has gone before. Lesserdog is beyond your reach. Really? Lesserdog has gone where no dog has gone before. Really? Und ja, weiter geht's jetzt nicht mehr. Also spammen wir ihn, dass sein Hals wieder normal wird. Mhm.